Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Trading-Abzocker mitgebracht, mit zwei verschiedenen Anrufen. Die Trading-Masche, die nimmt leider kein Ende. Tja, bedeutet, wir müssen weitermachen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Guten Tag. Ja. Johann Kapellischer Apparat, spreche ich mit Herrn Robert Schmidt? Ja. Herr Schmidt, Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ich arbeite im Monitoringsagentur. Warum? Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Richtig? Auf welche Plattform denn? Vom Inertia Finanz, Sie bekommen einen Anruf. Ach so, okay. Genau. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben. Womit Sie werden besser informiert auf die Finanzbörse. Okay? Aha, okay. Okay. Herr Schmidt, wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unsere Anfängersplattform. Stimmt? Weiß ich nicht. Okay, dann sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das alles neu für Sie? Nee, habe ich keine Ahnung von. Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich? Keine Ahnung, genau. Ja. Keine Ahnung, aber Sie haben Interesse, alles auszuprobieren. Stimmt? Ja. Genau darum. Ich werde Ihnen alles erklären am Anfang, wie es läuft und funktioniert der ganze Handelsprozess bei uns, ja? Aha. Damit Sie werden bis zu Ende informiert und danach Sie werden realistisch und so werden Sie realistische Entscheidungen treffen. Okay? Okay. Hallo? Ja? Schmidt, also ich finde, dass Sie haben ein richtiges Interesse in dieser Bereich, dass Sie wollen sich entwickeln. Ich verstehe Sie kaum noch. Was verstehen Sie nicht? Sie. Hallo, Herr Schmidt. Ja? Sagen Sie bitte, haben Sie richtige Interesse oder nicht? Ja, Ihre Leitung ist völlig im Arsch. Ich verstehe Sie kaum. Hallo, hören Sie mich? Ja. Nochmal. Herr Schmidt, auf die Finanzbörse haben Sie Interesse Onlinehandel? Was? Sie haben Interesse Onlinehandel mit Bitcoin. Ist das so oder nicht? Ja. Genau darum also, ich muss wissen am Anfang, haben Sie Erfahrung oder nicht? Nee. Nee, aber Sie haben Interesse, alles auszuprobieren, stimmt? Ja, aber das hatten wir ja schon. Hat das jemand schon gemacht? Na Sie? Ich werde ganz kurz alles erklären, wie es läuft und funktioniert. Okay. Alles läuft bei uns automatisch und Sie werden mit mathematischer Software handeln. Womit der ganze Handelsprozess automatisiert. Das bedeutet, Sie brauchen nicht stundenlang am Computer zu sitzen. Nein. Alles läuft automatisch und Sie müssen nichts machen, ja? Alles läuft selbst. Und unsere Experten haben alles unter Kontrolle. Verstehen Sie? Bis hierhin, ja. Wie geht die Erklärung weiter? Sie brauchen Ihre gewünschte Summe investieren. Mit dieser Summe unsere Experten kaufen für Sie Positionen und wir werden diese Software aktivieren. Wichtige Sache ist, dass Sie müssen das selbst entscheiden, mit welcher Summe wollen Sie einsteigen und mit welcher Kryptowährung oder Aktien handeln, ja? Okidoki. Okay. Das ist irgendwelche Kryptowährung? Was ist damit? Also, okidoki, das ist irgendwelche Kryptowährung oder was? Nee, das war die Bestätigung auf das, was Sie gesagt haben. Okay. Dann sagen Sie bitte mir, mit welcher Summe wollen Sie handeln? Bestätigen Sie das? Nehme ich erstmal 25 Euro. Wie viel? 25. Minimales Eintrittskapital, das ist 250 Euro. Ach so. Ganz schön viel. Ist das viel? Ja. Okay, diese 250 Euro, Sie werden nicht bezahlen, sondern Sie werden investieren. Diese Geld vielleicht bei Ihnen, ja? Wo ist da der Unterschied zwischen bezahlen und investieren? Also zahlen, das ist, wenn Sie diese Geld bezahlen, wo irgendwas, ja? Und Sie bekommen mit diesen 250 Euro zum Beispiel diesen Platz. Sie bezahlen 250 Euro für diesen Platz zum Beispiel. Das bedeutet, Sie bezahlen. Aber diesen Platz, Sie haben ganz kostenlos gekriegt, Sie haben Glück und Sie müssen auf diese Platz irgendwas investieren. Was Sie investieren mit diesem Geld, Sie werden profitieren, ja? Und dieses Geld bleibt bei Ihnen die ganze Zeit. Das ist ein Unterschied. Ach so, aber ich muss ja was einzahlen.
Also ich finde, die Betrüger haben immer eine sehr, sehr spannende Interpretation dazu, zum kostenlos und gratis und exklusiv für sie und ein ganz tolles Angebot. Naja, also wenn es ein ganz tolles Angebot wäre, dann frage ich mich hier wirklich immer noch, warum ich was einzahlen soll. Denn er redet hier von kostenlos. Tja, und ein ganz tolles Angebot. Und dann soll ich trotzdem 250 Euro einzahlen, dann verstehe ich den Sinn von kostenlos wohl irgendwie nicht. Tja. Aber das könnte auch einfach wieder daran liegen, dass der Betrüger von vorne bis hinten wieder nur jede Menge Scheiße erzählt und das alles überhaupt gar keine Hand und keinen Fuß hat, was er da so sagt. Ich meine, er ruft ja an, um mich angeblich zu beraten. Naja, nur irgendwie findet die Beratung ja nicht statt, sondern es dreht sich einzig und allein nur darum, dass ich möglichst schnell möglichst viel Kohle in sein komisches, dubioses System da einzahle, wo das Geld hinterher sicherlich sowieso einfach nur weg ist. Einzahl, also sie musste. Nee? Sie investieren. Ja? Okay. Okay. Gut. Also, Herr Schmidt, sagen Sie mir ganz Bescheid. Wollen Sie mit 250 Euro einsteigen oder nicht? Ja. Wollen Sie das? Mit welcher Zahlungsschritte wollen Sie das machen? Was gibt's denn da alles? Wie bitte? Was gibt's denn da alles? Schlechte Verbindung, ich denke, also ich werde noch mal später versuchen. Nee, da habe ich keine Zeit. Okay, dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich denke, Sie haben nicht die richtige Entscheidung getroffen, also Sie sind nicht sicher, was wollen Sie da? Wieso? Na, ich wollte doch da was bei euch bezahlen. Bezahlen Sie es nicht, also Sie müssen das nur investieren, ich habe das schon gesagt. Ja, und ich auch. Ja. Und jetzt soll ich doch nicht mehr, oder wie? Wie alt sind Sie? Ja, warum wollen Sie das wissen? Also, ich denke, ich muss das wissen, deswegen unter 18 Jahre alt, Sie dürfen nicht das machen. Nee, bin ich unter 18, da bin ich schon drüber hinweg. Also, wem es auch mal aufgefallen ist, in allen Videos, wenn ich die Betrüger frage, wozu die mein Alter brauchen, da kommt nur irgendwelches Wischiwaschi. Ja, weil ich das wissen muss, weil ich das brauche. Aber nicht, wieso genau. Ich meine, ich habe ja nach einer Begründung gefragt. Aber eine Begründung bekommt man bei den Betrügern irgendwie nie. Grundsätzlich geht es einfach nur darum, dass sie eure Daten haben, alles eintragen im System, mit ein bisschen Glück machen sie noch einen Identitätendiebstahl über euren Personalausweis, den ihr denn auch irgendwann mal per E-Mail dahin schicken sollt, wovon ja hier vorher gar nicht die Rede ist, dass man sich noch verifizieren muss. Das geht ja, man muss ja erst einzahlen und dann erzählen sie euch, beim Auszahlen muss man sich sie verifizieren. Ja, interessant. Also, weiß ich nicht, wie die mit dem Datenschutz umgehen, aber so funktioniert Datenschutz auf jeden Fall nicht. Sind Sie erwachsene Mensch? Ja, wenn man über 18 ist, ist das die Definition davon, ja. Okay, ich werde das überprüfen, sind Sie erwachsen oder nicht, und danach werden wir weiter sprechen. Ja, und wie wollen Sie das überprüfen? Ganz einfach, von meiner Seite werde ich das machen. Ja, und wie? Warum, ich muss das Ihnen erklären. Ja, ich denke, das ist eine Lüge, was du mir da erzählst. Warum denken Sie es so? Weil du mich loswerden willst. Also, am Anfang, ich sehe keinen Sinn, warum ich muss mit Ihnen weiter spreche oder weiterarbeiten. Naja, aber wenn Sie mein Kundenberater sind, dann dürfen Sie ja gar nicht einfach auflegen, dann entscheide ja ich das. Warum denken Sie es so? Wenn ich sehe, dass Sie so seriös sind, ich kann das ganz einfach machen. Nee, gerade haben Sie noch gesagt, Sie sind mein Kundenberater. Dann müssen Sie doch auch dranbleiben, bis alle Fragen beratet sind. Ja, richtig. Ja. Ich bin normale Menschen, ich mache das genau so, aber Sie sind unseriös. Warum bin ich unseriös? Ich denke eher, dass du unseriös bist und die Leute bescheißt und betrügst. Das ist dein Job, mehr nicht. Nein, also doch. Das ist unseriös. Doch, dein Job ist unseriös. Du bist Betrüger und Abzocker. So? Ja, das weiß ich sogar. Das weiß ich sogar. Okay. Das ist ziemlich unseriös. Das haben deine 500 anderen Kollegen auch schon erzählt heute. Von welcher Firma bekommen Sie Anruf? Ja, von allen. Und von euch auch. Von unserer Firma, Sie bekommen erst die Anruf. Nee. Ja. Nee, weil ich trage mich noch tausendmal bei euch ein. Ich hab dich auch schon ein paar Mal dran gehabt und dich verarscht. Absoluter Wahnsinn. Da erzählt er mir auf einmal das Märchen, er müsste jetzt dann mein Geburtsdatum überprüfen. Vor allem, wie will er das im Nachgang überprüfen, wenn ich nicht mehr am Telefon bin? Tja, da haben wir wohl beim Lügen und Bescheißen erwischt. Tja, sobald man zu viele Fragen stellt, machen sie sich aus dem Staub.
Aber genau so muss es doch eigentlich sein, dass ihr so viele Fragen stellen könnt am Telefon bis zum Abwinken und er muss alles ohne Probleme beantworten können. Er kann ja nachfragen, das ist ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht das Problem. Ne? Dafür gibt es ja auch in Callcentern immer eine, so eine interne Leitung, wo man denn Mitarbeiter fragen kann, die schon viel, viel länger da arbeiten. Die sind dann nur für sowas da. Gibt es auf jeden Fall bei der Telekom definitiv auch so. Wenn der Mitarbeiter keine Ahnung hat von dem, was der Kunde gerade möchte, passiert ja auch, dann kann er nachfragen. Aber der hier, der hat uns nichts anderes als Lügen aufgetischt. Von Anfang bis Ende. Tja, da kann ich euch nur wieder warnen, hier definitiv nichts einzahlen. Denn unterm Strich ist da die Kohle einfach nur weg. Und Fragen sind unangenehm. Und schon ist man unseriös. Nur, weil man Fragen stellt. Da wissen wir doch ganz genau, was da wieder für einer am Telefon war. Aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Ricardo, ja? Das ist mein Vorname, ja. Also Sie sprechen mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Es geht um Onlinehandel, ich sehe, dass Sie haben sich angemeldet, ja? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Ricardo Exquisite da sprechen. Ach so, ja, okay. Zum Apparat. Okay, Sie haben eine Registrierung gemacht für Onlinehandel. Deswegen rufe ich Sie an. Das ist möglich, ja. So, ich will Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Oh, das ist ja entzückend. Bitte? Entzückend. Handel beginnen. Was? Möchten Sie Ihre Handel beginnen? Was machen wir da? Ihr Konto aktivieren und Ihre Handel beginnen. Ja. Mit welchem Betrag möchten Sie es machen? 25 erstmal. Unser minimaler Betrag ist 250 Euro. So, ist aber teuer. Ich verkaufe gar nichts. Richtig, da hat sie mal die Wahrheit gesprochen. Sie verkauft nämlich wirklich gar nichts. Das Einzige, was sie da verkauft, ist ein Demokonto, wo ihr euer Geld einzahlt und, naja, sobald ihr das Geld überwiesen habt, ist es dann weg. Zumindest habt ihr keinen Zugriff mehr drauf. Man tut noch eine Weile so, als wäre euer Geld noch da. Aber allerspätestens, wenn ihr versucht, das Geld auszuzahlen, machen sie sich aus dem Staub und löschen einfach euer Konto. Denn, naja, man weiß ja, dass die einfach an euer Konto drankommen, dann sie euch ja eure Passwörter einfach generieren können. Das hat man ja hier nun auch schon oft genug auf YouTube gehört. Schon alleine das ist ein riesengroßer Hinweis dafür, dass das nur eine kriminelle Bande sein kann, mit einem richtig billigen System. Tja, Fragen beantworten tun sie ja nicht so gerne. Aber vor allem ist hier wieder interessant, dass die Betrüger immer die Auffassung haben, dass sie irgendwas Tolles, Kostenloses anbieten. Dann frage ich mich aber, was das mit den 250 Euro zu tun hat. Tja, denn nach meiner Auffassung muss ich ja 250 Euro einzahlen, sagen sie mir ja auch immer wieder. Also, wo ist das jetzt bitte hier kostenlos? Was bedeutet, das ist teuer? Nur 250. Na, ich sagte doch 25 erstmal, oder nicht? Weil Sie haben doch gefragt, wie viel ich möchte, und da habe ich doch gesagt 25. Okay, unsere Minimal ist 250. Möchten Sie das oder nein? Das ist ja ganz schön teuer, ne? Kann man da nicht ein bisschen runterhandeln? Bei uns, Sie können nur Ihre Handel mit 250 beginnen. Es gibt keine andere Betreiber. Bei uns. So. Und das ist keine Kleidung, ich verkaufe gar nichts, ja? Nee. Aha. Na, aber Sie wollen doch 250 Euro haben, oder nicht? Ich? Ja. Ich brauche das nicht. Nee. Sie haben sich von Ihrer Seite diese Registrierung gemacht. Sie möchten Ihre Handel beginnen, Geld investieren. Ja. Und Profit haben. Ja. Ja, ich mache meine Arbeit, ich gebe Ihnen gute Beratung. Ja. Ich versuche das machen, ja. Nicht der andere. Okay. Sie macht ihre Arbeit und gibt mir gute Beratung. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich verstehe immer nicht, wo die Beratung sehen an dem ganzen Gespräch. Denn letztendlich gibt's ja alles, nur keine Beratung. Man erzählt euch eigentlich nur, wie man sein Geld los wird. Und ja, also sie fragt mich, wie viel Geld ich investieren will. Ich sag 25 und dann sagt sie, nee, geht nicht. 250 ist Minimum. Hä? Warum fragt sie mich denn zuerst, wie viel ich einzahlen möchte? Kann man denn nicht gleich von vornherein sagen, sie können hier investieren zwischen 250 und 1000 Euro, dann wäre doch das Ding eigentlich erledigt. Tja, aber so helle sind wohl die Betrüger in dem Anschein nach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, die können schon andere Sprachen sprechen. Warum muss man denn in so einem abartigen Callcenter vergammeln und die Leute um ihr Geld bescheißen?
Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Tja, aber wahrscheinlich lohnt sich das, was sie da finanziell verdienen werden. Machen wir weiter und aktivieren das Konto? Na, und was habe ich dann davon? Bitte? Na, und was habe ich dann davon? Sie werden Ihr Konto aktivieren. Sie werden Ihr Handel also Ihr Aktivkonto haben. Danach bekommen Sie Ihre Handel, also beginnen Sie Ihre Handel. Einfach. Ja, und was hat man dann davon? Geld. Viel Geld? Ja. Wie viel denn? Hallo? Ich höre Sie. Ja, wie viel denn? Ich weiß das genau nicht. Ach so, aber wenn Sie sagen viel, dann wie viel ist es denn wenigstens? Das kann Ihr Finanzberater Ihnen sagen. Ach so, dann will ich mal mit dem sprechen. Sie brauchen zuerst das Konto aktivieren, danach Ihr Handel mit Ihrem Finanzberater weitermachen. Ja, und genau hier gesteht sie den Betrug. Denn, naja, bei welchem Unternehmen zahlt ihr erst Geld ein und kriegt dann die Informationen mit dem Mitarbeiter, die man wünscht? Also, ich verstehe nicht, dass das funktioniert. Letztendlich, wenn ich nach dem Finanzberater frage und sie mir sagt, ja, das geht aber nicht, also erst müssen wir einzahlen. Hä? Also es ergibt ja nicht mal im Ansatz Logik. Ich habe eine Frage, kriege die nicht beantwortet, soll aber trotzdem jetzt immer noch mein Geld einzahlen. Ich verstehe einfach nicht, wie man mit sowas durch die Welt kommt und damit Geld verdient. Das ist schon ziemlich tragisch. Ich meine, grundsätzlich zielt das hier sicherlich auf naive Leute ab. Aber im schlimmsten Fall zielt es halt auch genau auf die Leute ab, die wirklich kein Geld haben. Und dass der letzte Hoffnungsschimmer ist. Dass da gerade eine E-Mail kam mit irgendeiner tollen Werbung oder dieser Anruf ganz spontan. Oder man sucht vielleicht sogar selbst im Internet nach Möglichkeiten, wie man im Internet Geld verdienen kann. Und wenn man von solchen Betrugsmaschen einfach noch nichts gehört hat, naja, dann weiß man ja auch nicht, dass das Betrug ist. Natürlich wird das immer schon irgendwo im Bauchgefühl mit auch bei den Leuten sein. Aber naja, trotzdem haben die Leute das einfach nicht verdient. Denn gerade die, die am letzten Strohhalm versuchen zu nagen und das Ganze irgendwie noch rumzureißen und investieren jetzt hier ihr letztes Geld in solche Systeme, das ist schon ziemlich dramatisch. So, also muss ich erst einzahlen, um dann eine vernünftige Beratung zu bekommen, oder wie meinen Sie das? Sie brauchen zuerst Ihr Handel beginnen, also Ihr Konto aktivieren. Ja. Danach Ihre Einzahlung machen. Danach bekommen Sie das Geld auf Ihre Balance. Nachdem Sie alle, Sie werden als Finanzberater weiterarbeiten. Ja? Ja. Ich weiterleite dieses Gespräch an Finanzberater. Ja. Und Sie werden weitermachen. Sie haben Probezeit 2 Wochen. Nach den 2 Wochen entscheiden Sie sich, ob Sie weitermachen möchten oder nicht. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich habe das noch nicht verstanden. Was? Was haben Sie nicht verstanden? Ich wundere, was Sie da gesagt haben. Welche? Ich habe so viele gesagt. Ja, eben. Na, was denn? Was denn du? Sie sind ganz am Finger, ja? Sie was? Sie haben keine Erfahrung. Nee. Okay. Ich werde Sie das per E-Mail alles schicken. Nee, ja? Das per E-Mail ist kaputt gegangen gestern, das ist mir runtergefallen. Ich werde Sie per WhatsApp schreiben, ich habe Ihre Telefonnummer. Ja, aber da haben Sie kein WhatsApp drauf. Echt? Ja. Warten Sie mal kurz, ich besuche jetzt. Ja, wenn ich das sage, ich halte das Telefon in der Hand. Okay, sind Sie benutzen WhatsApp? Nee. Ja? Sie haben gar kein WhatsApp, ja? Und ich habe hier dieses Telegram. Da, wo die ganzen Schwurbler sind. Ach so. Sie haben gar kein E-Mail-Adresse, oder wie? Na wenn doch, ich hab ja E-Mail, aber das ist mir jetzt am runtergefallen und war es kaputt. Hat gemacht, Bild und war kaputt. Ich habe ja nochmal probiert, das heile zu machen, aber dann hat es bloß gemacht, Bild und dann war wieder kaputt. Ja, wozu brauche ich denn jetzt eigentlich das mit der E-Mail? Bitte? Wozu brauche ich denn das mit dem E-Mail? Also ich will per E-Mail alle Informationen schicken.
Oder unsere Plattform. Na, aber stehen die nicht da bei Ihnen auf der Seite drauf? Bitte nochmal? Na, steht das nicht bei Ihnen da auf der Seite drauf, oder? Weil, mit E-Mail geht ja nicht. E-Mail ist ja kaputt. Ich habe das verstanden. Ja? Wir können diese Situation nicht weitermachen und Ihre Handel beginnen, vielleicht. Ja, ich möchte da anfangen gleich, ja. Gleich? Ja. Wenn Sie möchten, ich kann diese Aktivierung von meiner Seite aus schaffen. Oh, das ist ja entzückend, Lady. Ja, das machen wir. Mache ich das von meiner Seite? Ja. Mit welchem Betrag möchten Sie es beginnen? 25 Euro gegen nicht, ne? Das hatten Sie gesagt, das darf ich nicht. Dann nehmen wir. Was hatten Sie nochmal gesagt? Ich habe die andere Zahl vergessen. 250. Dann nehmen wir das, 600 ja. 600 und 1000. Nee, das ist mir dann zu viel. Okay. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Oh, Sie stellen so komplizierte Fragen. Da. Kann man da auch falsch antworten? Falsch? Kann man da auch falsch antworten? Versuchen Sie. Warum ich nicht? Versuche zu antworten. Denn, Plastik. Ach so. Das ist jetzt also richtige Antwort oder falsch? Wüsste ich nicht. Also, ach so. Weil ich habe jetzt eine Plastikkarte zum Bezahlen. Ach so. Sehr schön. Darf ich wissen, also, welchen Beruf haben Sie? Wer sind Sie vom Beruf? Was? Vielleicht sind Sie also Schauspieler? Ach, Sie meinen, was ich von Beruf bin? Ja, ja, ja. Ach, Mensch, fragen Sie das doch gleich. Da bin ich ein Blinkerwassertester. Ach so, ich hab gedacht, Sie sind Schauspieler, wissen nee, Sie? Nee, Blinkerwassertester. Sie machen alles ganz, so super, ganz toll. Und wie war das jetzt mit der Karte? Das brauche ich nicht. Oh, erwarten Sie mich. Ich muss mal kurz aufs Stöpfchen. Ich nehme Sie mit, weil ich habe gerade gemerkt, das würde sonst ein schlechter Pups werden. Sie machen also Spaß, vielleicht etwas vor. Oder Sie möchten einfach meine Zeit verschwenden. Aber Sie was rufen doch bei ich? Mir an. Warum sollte ich das machen? Sie rufen doch hier an. Ich kenne Sie, ich weiß Sie. Ich weiß, was also Sie machen möchten. Also ich stelle mir ja immer wieder die Frage, wie die überhaupt zu der Aussage kommen können, dass ich deren Zeit verschwenden möchte. Ich meine, gut, klar, also vom Prinzip her will ich das, aber naja, mal ganz genau genommen ginge das ja gar nicht, wenn es hier kein Betrug wäre. Denn bei keinem Betrug würde ein vernünftiger Mitarbeiter das schon mitkriegen, was ja eigentlich am Telefon passiert. Und selbst wenn nicht, dann würde er mit mir vernünftig umgehen. Aber naja, das kann man ja von diesem netten Betrüger in der Regel nicht erwarten. Und tja, in den allermeisten Fällen. Ihr wisst ja, was dann am Ende passiert. Ja, woher denn? Ich dachte, ich muss jetzt noch irgendwas bezahlen. Was soll ich denn da jetzt bezahlen? Bitte? Was muss ich denn da bezahlen? Bei uns gibt es keine Bezahlung, sondern eine Zahlung. Sie brauchen jetzt Ihr Geld auf Ihre Balance zu überweisen. Na, aber wenn Sie sagen, das sind 450 Euro, dann muss ich auch das bezahlen. Das ist eine Zahlung. Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen ja? Bezahlung und der Einzahlung? Wo ist denn ja, da, ne? Wo ist denn da der Unterschied? Sie wissen das nicht? Nee, das heißt okay, nicht. Okay, öffnen Sie Google, schreiben Sie bitte und Sie können Ihre Antwort haben. Ja? Ja, dann sag mal. Was soll ich dir hingeben? Okay, ich wünsche noch einen schönen Tag, ja? Sie Warum? Werden mit der anderen Finanzberater weiter sprechen. Zeit verschwenden oder etwas so, ja? Ich muss jetzt arbeiten. Also ruft jetzt noch mal eine Tante an, von dir, wo ich die Zeit verschwenden die werden, kann. Sie werden also so viele anrufen und verschiedene Plattformen ja? aufbekommen. Machen Sie keine Sorgen, oh, ja? Oh, das ist aber schön. So viele, ja. Ja. Da ruf mir jeden Tag mehr als 20 Mal. Ja, meistens habe ich sogar schon fast 100 Anrufe am Tag. Okay, sehr schön. Ja. Gar kein, so
Arbeit vielleicht. Eine ganze Menge Betrüger am Telefon. Läufer Kriminelle. Sehr schön. Ja. Ich freue mich. Ja, das ist schön. Ja, tschüss, kriminelle Pippi. Ja, tschüss, kriminelle Pippi. Ja, also ich habe ja versucht, hier auch freundlich zu bleiben. Aber was mich wirklich verwundert, immer mehr Betrüger sind netter am Telefon zum Schluss. Tja, vielleicht haben die da tatsächlich mal eine Crashkursschulung bekommen, wie man mit Menschen am Telefon umgeht. Ich weiß es nicht. Ich meine, der Betrug bleibt ja trotzdem Betrug. Aber grundsätzlich haben sie sich ihr Geschäft ja selbst damit kaputt gemacht, wenn sie jedes Mal eigentlich gestehen, dass sie Betrüger sind. Vielleicht hat da mal jemand nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid. Drückt gerne den Daumen nach oben. Hier seht ihr jetzt noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.